bin, was passiert, wenn die S-Bahn nicht wie im Standardmodell unterstellt, das Standardmodell, das zum Ergebnis wirtschaftlich optimal führt, 30 Sekunden im Tiefbahnhof halten, sondern 48 Sekunden. 48 Sekunden ist in der Nähe des Wertes, der heute real gemessen wird. Und das hat es in der Hauptverkehrszeit, ist das der Wert, der heute real gemessen wird. Das können ja nun zehntausende Leute überprüfen, ob die S-Bahnen dort unten nach 30 Sekunden weg sind. Und wenn man diese 48 Sekunden nun eben nimmt, dann sagt SMA, und das ist der Kasten unten rechts, die Ergebnisse zeigen, dass sich das S-Bahn-System mit diesen Annahmen im Bereich der Stammschräge in einem kritischen Bereich befindet. Kritisch heißt, es droht ein Verspätungskollaps. Das ist die Übersetzung von kritisch. Und das bedeutet, dass Stuttgart 21 das in dieser Region deutlich wichtigere Verkehrsmittel, nämlich die S-Bahn, für die Herr Bob und Frau Wopperer zuständig sind, in einen Verspätungszustand drückt, der auch nicht korrigierbar sein wird. Sondern wenn wir das so machen, ohne etwas zu ändern, dann haben wir bei angeblich wirtschaftlich optimaler Qualität des Tiefbahnhofs bereits eine S-Bahn, die ständig unpünktlich ist. Wir wollen das nicht und wir fragen uns, wie Sie das vertreten können, wenn es im Testat so eindeutig steht. Sie ziehen Behauptungen raus, die schlichtweg nicht stimmen. Ihre 48 Sekunden mit der S-Bahn stimmen nicht. Es sind heute 30 Sekunden und die S-Bahn fährt mit einer Pünktlichkeit von 98 bis 99% heute. Mit diesen 30 Sekunden können Sie nachmessen gehen.